Bam, 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 bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Heute mit einer neuen Folge Nähen lernen mit Mami Made. Die bisherigen Videos aus der Reihe verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr oder auch eure Kinder von der Pike auf das Nähen mit mir lernen. Und heute möchte ich euch eine neue Technik beibringen, die euch hilft, bei sommerlichen Projekten auch mal eine Rüsche oder einen Volant an Röckchen oder Tuniken oder an Blusenärmel zu nähen. Die Rede ist vom Kräuseln von Stoffen. Ich mache das normalerweise an meiner Overlockmaschine. Nicht jeder von euch hat die und man kann das natürlich auch ohne Overlock machen. Ich habe vor, meinem Tochterkind demnächst aus diesen zwei Stoffen noch ein Rüschenröckchen zu nähen mit einer alten Jeans. Dieses Video folgt demnächst hier auf dem Mami-Kanal. Sobald es gibt, verlinke ich euch das ebenfalls. Und heute, wie gesagt, zeige ich euch, wie ihr ganz ohne Overlock euren Stoff einkräuseln könnt. Viel Spaß! An der Nähmaschine stellt ihr euch einen einfachen Geradstich ein und guckt, dass ihr die Stichlänge so groß einstellt, wie ihr könnt. Also den Stich so lang wie möglich. In der Regel gehen 5 mm sehr, sehr gut. Das stellt ihr euch ein. So, jetzt nehmt ihr euch eure zwei Stoffbahnen. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit nur einer Bahn machen. Legt euch die unter die Nähmaschine und guckt, dass ihr schon relativ lange Fadenstücke hier habt. Sollte der Unterfaden da noch nicht sein, dreht mit dem Rad einmal die Nadel runter und wieder hoch, um euch den Unterfaden hochzuholen und zieht ein gutes Stück, also so 5 bis 10 cm Faden schon mal raus. Den braucht ihr hinterher, um dran ziehen zu können. Das, was wir hinterher mit dieser gekräuselten Bahn machen, ist ja, es an ein Nähwerk anzunähen. Und das tue ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm, also füßchenbreit. Das heißt, das Einkräuseln selbst muss auf dieser Nahtzugabe passieren, also unterhalb von Füßchenbreite, also näher am Rand, knappkantiger. Das heißt, ich lege mir das Füßchen so runter, dass es mit der mittleren Kerbe auf der Stoffkante aufliegt und dann bin ich etwa, naja, ich würde sagen 3-4 mm von der Stoffkante entfernt und da nähe ich jetzt mit meinem lang eingestellten Geradstich einmal die komplette Länge entlang. Wenn ich am Ende angekommen bin, nicht den Faden abschneiden, sondern mit dem Rad oder wenn ihr einen Knopf dafür habt, die Nadel nach oben nehmen und das Nähgut nach hinten rausziehen und wirklich, wirklich viel Faden übrig lassen und abschneiden. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir nähen eine zweite Naht direkt neben der ersten, aber guckt, dass die auf jeden Fall noch innerhalb dieser besagten Nahtzugabe ist, damit man das hinterher nicht sieht. Badam, badam. Jetzt habt ihr an beiden Enden zwei Ober- und zwei Unterfäden, dort und auch hier. Und was wir jetzt machen, ist, uns die Unterfäden zu nehmen. Und wenn ihr die festhaltet, dann könnt ihr an denen ziehen, beziehungsweise das Nähgut an diesen Fäden entlang verschieben und, wie ihr seht, wunderschöne Kräusel bilden. Das geht an beiden Seiten und ist ein bisschen Fleißarbeit manchmal. Dann sich einfach über die komplette Strecke durchzuarbeiten und diese Stoffbahnen gleichmäßig zu kräuseln. Ich halte mal die Fäden fest, schiebe mir den Stoff entlang der Fäden etwas zusammen, rutsche dann mit der Hand, die die Fäden hält, nach und verteile diese Rüschen dann gleichmäßig auf der Strecke. Und dann seht ihr schon, wie sich hier ein wunderschöner Volant bildet. Und wenn ich mit dem Kräuseln soweit fertig und zufrieden bin, kann ich am Ende die Fäden einfach mit den Vorderfäden verknoten, damit alles da bleibt, wo es ist und sich dieser ganze Stoff nicht wieder zurückschieben kann. So einfach ist das Einkräuseln von Stoffen. Ich hoffe, das hilft euch bei euren zukünftigen Projekten weiter. Wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr Lust auf weitere Mami-Made-Videos habt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann informiert YouTube euch immer, wenn ich was Neues hochlade. Weiter geht es hier auf dem Kanal mit ausführlichen Näh-Tutorials und auch DIYs. Eins davon wird in nächster Zeit auf jeden Fall erwähntes Jeansröckchen sein, aus der Jeans, die ich recycle und mit gekräuselten Stoffbahnen zu einem Röckchen umfunktioniere. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mami Made!